Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung. Heute möchte ich mit euch über meine persönliche Immobilienstrategie sprechen. Ich habe ja bisher schon einige Videos zum Thema Immobilieninvestments auf diesem Kanal veröffentlicht und ich bekomme immer mehr und mehr Zuschriften. Hey Flo, investierst du immer noch an dem und dem Standort? Hey, wie machst du das und so? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal ein eigenes Video dazu. In diesem Sinne, viel Spaß! Okay, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Investorenausbildung. Hier geht es um die Themen eigenständiger Vermögensaufbau durch Aktien, Dividenden, Immobilien und die Optionsstrategie. Und in diesem Sinne möchte ich heute mal ein Teilsegment davon herauspicken und standalone darüber sprechen. Das ist der Bereich Immobilien. Wir selbst besitzen einige Immobilien in Nürnberg mittlerweile und haben damals angefangen im Jahr 2013. Da habe ich eine Immobilie gekauft, die ich noch damals noch den Deal eingefädelt habe, zu Zeiten, als ich noch als Banker gearbeitet habe. Und die läuft jetzt heute sozusagen dann schon 5 Jahre, Tour durch, keine Mietausfälle, ja, toi, 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 dreimal auf Holz geklopft. Und das hat mich damals eigentlich so das erste Mal ein bisschen so Richtung Immobilieninvestment getriggert. Ja. Habe das Ganze aber dann lange Zeit verworfen, weil ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern sehr viel an den Aktienmärkten unterwegs war. Und habe dann aber gemerkt, hey Flo, Immobilien und Aktien sind zwei verschiedene Assets, okay, dafür muss man nicht studieren. Aber die Herangehensweise ist komplett anders. Also ich mache die Aktien komplett eigenkapitalbasiert. Bedeutet, hier habe ich mein Vermögen drin geparkt und versuche da halt das Beste draus zu machen. Im Immobilienbereich, da bin ich sehr Fremdkapital gesteuert. Bedeutet, hier versuche ich halt einfach den Leverage-Hebel zu nutzen und Others People Money, so nennt man das ja auch, mir zu leihen, natürlich Zinsen dafür zu zahlen und damit mehr Geld zu verdienen, als ich auf der anderen Seite wieder ausgeben muss. Das ist so mal die zwei verschiedenen Strategien, Eigenkapital, Fremdkapital, und wir konzentrieren uns in diesem Video nur auf die Fremdkapitalseite. Wie gesagt, wir haben jetzt vor allem in letzter Zeit einige Wohnungen gekauft und man muss jetzt natürlich auch sagen, die Immobilienpreise, die sind in den Jahren 2008 bis jetzt seit 2018, ich lege mich sogar fest bis 2019, die Preise haben sich, die sind ja teilweise in München verdoppelt, verdreifacht, in manchen Lagen sogar vervierfacht, unglaublich. Und das bereits schon auf einem Niveau, wo ich sage, okay, wir sind hier, das sind hier keine Dorfpreise, ja. Auch in B-Lagen, wie zum Beispiel Nürnberg, und da kommen wir dann auch zu meiner Strategie, haben sich die Preise verdoppelt oder auch teilweise bis hin zu verdreifacht. Und das ist natürlich schon richtig cool, ne? Weil deine Fremdkapitalkurve, sage ich jetzt mal, dein Fremdkapital nimmt natürlich mit jedem Mieteingang Stück für Stück ab. Und durch den Zinseszinseffekt im negativen Sinne jetzt, je mehr du dann auch tilgst und die Annuität gleich bleibt, also umso weniger Zinsen musst du dann zahlen, das will ich damit sagen. Und somit geht es dann irgendwann die Kurve dann schneller nach unten. Und das ist eigentlich das Interessante an den Immobilien. Und wenn dann nebenbei dann auch noch die Preise steigen, ja, dann entsteht ja hier so ein Gap, hier so eine Lücke. Und das ist das, wo sich viele Immobilieninvestoren einfach sauwohl fühlen, und das auch zu Recht. Bei den Immobilien muss man allerdings auch immer sagen, es gibt verschiedene Immobilieninvestmentarten. Wir haben uns jetzt fokussiert auf kleine Wohnungen. Ja, sehr, also 30, 35, die größte ist bei uns 42 Quadratmeter. Jetzt neu allerdings dazugekommen ist eine 96 Quadratmeter, die ich allerdings wieder aufteilen möchte in mehrere kleine Wohnungen. Und die alle fokussiert am Standort Nürnberg und alle sehr zentrumsnah, beziehungsweise ganz wichtig, immer U-Bahn-Nähe beziehungsweise Straßenbahn-Nähe. Denn ich habe mich fokussiert auf das Vermieten an Expats, also an ausländische Fachkräfte, und an das Vermieten von Studenten. So, und jetzt muss man dann zu dem Standort in Nürnberg sagen,
Nürnberg hat keine eigene Universität. Das wissen viele nicht, denn es gibt eine Universität in Nürnberg, das ist die sogenannte Friedrich-Alexander-Universität. Das ist so eine Gemeinschaftsuni von Erlangen und Nürnberg, hat sogar Teile davon in Fürth, haben so kleine Büros oder so Forschungseinrichtungen. Mein Kumpel war da letztens mal. Und das ist aber nicht die Universität von Nürnberg. So, es gibt keine Universität von Nürnberg. Wir haben da eine Hochschule, die gibt es dort, ja, eine Fachhochschule. Und es gibt da sogar noch andere private Einrichtungen. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Musikhochschule. Ich will jetzt ja nichts Falsches sagen. Aber der Uni-Standort oder der Studienstandort Nürnberg, der ist schon sehr attraktiv, jetzt schon. Und jetzt kommt noch mal eins hinzu. Und das haben viele, das muss ich in meinem eigenen Umfeld auch sagen, haben viele nicht mitbekommen. Der Freistaat Bayern hat heimlich, also war ja nicht heimlich, aber viele haben es nicht mitbekommen, beschlossen, dass Nürnberg eine eigenständige Universität bekommt. Und nicht irgendeine Universität, sondern die sagen, sie wollen eine State-of-the-Art-Universität machen, die sich mit den neuen Themen dieser Zeit befasst, also Biotechnologie, angewandte Wissenschaften im Bereich Mathematik, Ingenieurswissenschaften und solchen Dingen, sorry. Also nicht der hunderttausendste nächste BWL-Kurs, ja, sondern halt angewandte mathematische Wissenschaften, was ich aus meiner richtig, richtig gut finde, denn hier haben wir unglaubliches Nachholpotenzial. Also Stichwort Expats, ja. Ich habe schon viel an Inder vermietet, die halt im IT und im Mathebereich tja, uns Welten voraus sind, möchte ich fast sagen. Und die halt hier zu uns kommen und hier unsere Arbeit verrichten. Aber wir könnten das theoretisch auch selber, wir müssen die Jungs und Mädels nur ausbilden. Ab dem Jahr 2025 dann soll das Ganze in Nürnberg erfolgen. Die Uni wird jetzt keine Riesenuni werden, aber doch schon ganz ordentlich. Also die Anfangskapazität soll 6.000 Studierende umfassen, 2.000 Angestellte und ich glaube so um die 1.000 Professoren und Hilfsprofessoren und solche Sachen. Also da ist schon 1.000 Professoren, glaube ich, stimmt ja ganz um die 500. Also da ist schon ein sehr großes Know-how dann auch vorhanden. Und das freut mich, weil ich bin der Meinung, der Immobilienmarkt allgemein in Deutschland, der wird sich nicht in den nächsten 10 Jahren so entwickeln, wie es sich die letzten 10 Jahre entwickelt hat, weil das sind die Preise, wie gesagt, verdoppelt, teilweise verdreifacht. Und ich bin der Meinung, wird schwierig werden. Ich weiß es nicht. Ja, keiner wird es so genau wissen, aber ich glaube nicht daran. Jetzt ist natürlich immer die Überlegung, wie kannst du in etwas investieren, das Rückenwind hat? Ja, und ob der Immobilienmarkt heute noch Rückenwind hat? Ja, die EZB hat gesagt, irgendwann werden die Zinsen wieder steigen. Auch das ist ungewiss, aber you never know. So, also aus diesem Punkt, ob heute Immobilien noch diesen riesen Rückenwind haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, die bayerische Staatsregierung hat die Flächen für die Universität bereits gekauft. Der Notarvertrag ist unterschrieben. Die Kohle hat den Eigentümer gewechselt. Ich weiß, wo die Universität hinkommt und ich weiß, was in anderen Städten passiert ist, als eine Universität gegründet wurde, eine neue. Ja? Das heißt ja nicht, dass andere Fakultäten oder andere Studienzentren aus der Friedrich-Alexander oder aus der Hochschule, dass die dann abgezogen werden. Das heißt es ja nicht, sondern das heißt, es kommt was Neues on top. Und ich weiß, wo es ist. Und ich weiß, dass dann da auch eine neue U-Bahn-Station entsteht. Und ich weiß, wo ich in Zukunft meine Immobilieninvestments noch mehr fokussiere. Das ist so meine Herangehensweise, warum ich nach wie vor so von Nürnberg überzeugt bin. Wir haben hier in Nürnberg keine Münchner Preise. Und das, obwohl Nürnberg ja die zweitgrößte Stadt in Bayern ist, mit irgendwelchen 510.000 Einwohnern oder so. München hat ja 1,8 Millionen Einwohner oder so. Da hast du natürlich Preissituationen also Preisspannen zwischen 5.000 und 10.000 Euro, je nach Lage und Größe natürlich. Das sind wir bei weitem noch nicht, ja. Also in Nürnberg haben wir irgendwo, kannst du wir haben jetzt jüngst für 1.700 Euro den Quadratmeter gekauft. Wie gesagt, im Oktober 2018 muss man allerdings ein bisschen was machen, das muss ich schon dazu sagen. Und Neubauten gehen hier für 5.000, 6.000 Euro auch weg. Aber das sind noch keine Spannen wie in München. Und hier gibt es durchaus noch Immobilien mit einer Rendite von 5 oder 6%. Man muss sie natürlich finden, suchen, erstmal suchen und dann finden, ne?
und dann auch zuschlagen. Aber das ist immer mehr so mein Eindruck, dass viele Investoren aus München immer mehr auch und mehr auch jetzt den Nürnberger Standort für sich entdecken. Und auch da bin ich übrigens der Meinung, dass da einige noch gar nicht wissen, dass da noch die Uni dazukommt. Ja. Und du musst ja sehen, wenn du jetzt nicht groß fahren möchtest in Bayern, also wenn du in andere Bundesländer investieren möchtest, ne, gibt es ja auch andere Grunderwerbssteuersätze und so weiter. Da ist ja Bayern da sehr eigentümerfreundlich, sage ich jetzt mal, mit seinen 3,5%. So, wo kannst du denn da hin? München natürlich Nummer eins. Aber heute da noch Immobilien zu finden mit Renditen von mehr als 3%, 4%, schwierig. Ja. Gibt es natürlich Strategien. Ich kenne einige Leute, die das auch erfolgreich machen, aber das ist nicht mehr der Normalfall. Was kommt danach? Danach kommt ja sofort Nürnberg. Da aus meiner Sicht ist einiges möglich. Dann hast du weitere Großstädte wie Augsburg, Regensburg, Würzburg. Ich will jetzt niemanden hier vergessen. Ja, wenn du dann noch weiter in den Norden schaust, kommt dann Hof, wobei das auch keine Großstadt mehr ist mit seinen 50.000 Einwohnern oder so oder 60.000, weiß ich nicht genau. Also von dem her, wo willst du hin? Und jetzt zum Standort Nürnberg. Top 10 Flughafen in einer der Top 10 Flughäfen in Deutschland. Also er hat jetzt dieses Jahr würde er so auf die 4 Millionen Starts und Landungen kommen, was natürlich nichts ist im Vergleich zu München oder Frankfurt. Aber er sitzt ja da zwischen diesen zwei fetten Standorten, sitzt halt Nürnberg und fungiert hier durchaus auch als Zubringer für andere Standorte und deswegen funktioniert es hier auch. Im Übrigen, die Anzahl der Businessflüge hat hier dramatisch zugenommen und die Anzahl der Touristenflüge hat hier nicht so stark zugenommen. Das ist auch ein Indikator dafür, dass halt da gewerbetechnisch hier doch einiges läuft in Nürnberg. So, Flughafen. Messe, einer der Top 10 Standorte in Deutschland zum Thema Messe. Wir haben hier natürlich demzufolge auch viele Hotels. Und wer in Frankfurt viel unterwegs ist und auch mal da zur Messezeit war, da gibt es dann mal das Zimmer für 99 € oder so, ne? Lageabhängig natürlich. Wenn die Messe allerdings kommt, dann wird einfach vor die 99 eine 3 geschrieben. Ja, also von 100 € auf 400 € vervierfacht. Und solche Themen oder solche Späße werden mittlerweile in Nürnberg auch gemacht und gebucht. Ausgebucht. Ja. Also Flughafen, Messe, Hafen. Nürnberg hat einen eigenen Hafen, das wissen viele auch nicht. Da würden halt Güter umgeschlagen von Fluss auf Güter, also auf Schiene oder dann sogar die Verbindung hin zum Flughafen, der allerdings dann eher im Norden ist. Ne? Muss man dann einmal quer durch die Stadt, ist ein bisschen blöd. So, und was noch hinzukommt zu Nürnberg. Nürnberg, und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, hat keinen beherrschenden Arbeitgeber. Ja? Also, ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen, wer in Ingolstadt oder in Wolfsburg investiert, der hat sehr, sehr großes Vertrauen, lass es mich immer so ausdrücken, in die deutsche Automobilbranche. Ich persönlich weiß nicht, was mit der deutschen Automobilbranche passiert. Ich weiß allerdings, dass Asiaten und die Amerikaner hier ziemlich uns in die Zange nehmen. Thema E-Mobilität und autonomes Fahren. Und von dem her möchte ich nicht an einem Standort investiert sein, der nur einen, also einen beherrschenden Arbeitgeber hat. Das ist nicht so meine Art. Nürnberg ist eher verschlafen oder war eher verschlafen, hat so einen Dornröschenschlaf und erwacht jetzt da eben da gerade heraus. War früher ist auch eine große Arbeiter- und Industriestadt. Ja. Wir haben hier viel Druckereien gehabt, ja, einfach wo man hinlangen musste. Und das alles wird sich jetzt im Rahmen der Digitalisierung ändern. Neue Forschungsstandorte im Rahmen der neuen Universität werden mit hochgezogen. Und aus diesem Grund bin ich wirklich ja, zuversichtlich, dass Nürnberg sich weiterhin gut entwickeln wird und da vielleicht sogar eine bessere Entwicklung nehmen kann als der Gesamtimmobilienmarkt in Deutschland. Allerdings der letzte Satz. Bitte nicht für bare Münze nehmen. Es gibt ja nämlich immer auch die Gefahr des Confirmation Bias, so nennt man das. Das bedeutet, wenn du halt in etwas bereits investiert bist, dann suchst du immer nach Argumenten, die deine eigene Position unterstreichen, unterstützen. Und da
diesen psychologischen Effekt, ich bin auch nur ein Mensch, obliege ich leider auch immer wieder. Deswegen dieses Video, ja, vielleicht schaue ich mir das mal in 10 Jahren wieder an und sage dann, hey Flo, vor 10 Jahren, das Video war gut. Oder, mein Gott, hast du dich damals blenden lassen. In diesem Sinne, sagt mir mal, ob ich da mit meiner Einschätzung richtig liegen kann, wie eure Einschätzung ist, gerne hier unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Ich bedanke mich für deine Zeit, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.